das Setting hat mich schon immer gereizt, so dass es irgendwann auch mal fällig war. Auch hier war es ähnlich wie bei der Italienplatte. Es hat vor allem erstmal lange gedauert, bis ich das Material zusammen hatte, sprich Palmen in diversen Größen, die Flugzeugmodelle, die hier verarbeitet wurden und so weiter. Der Bunker, das Dach ist ein Plastikteil, was ich noch hatte von irgendeinem Bausatz. Die Seitenwände sind aus Schaschlikstäben. Ja, in diesem Fall ist es ein bisschen anders als auf der Italienplatte. Hier, wenn du das siehst, enden die Wege jeweils auf der Plattenmitte, sodass die anderen Platten immer anschließen. Also hier hat man volle Flexibilität, die Platten in sich zu drehen und aneinander zu arrangieren. Und die Wege stoßen immer wieder aufeinander. Bei den Südostasienplatten ist es in der Regel so, dass ich alles draufstelle, was geht. Also die volle Möglichkeit an Gelände ausnutze. Und dann geht es natürlich auch darum, das Gelände so anzubringen, dass es spieltechnisch interessant ist. Ja, ich plane jetzt nicht so, dass ich sage, ich stelle es so hin, dann muss das so kommen. Aber schon, dass man eben Bereiche hat, die offener sind und Bereiche, die stärker geschlossen sind. Im Spiel ist es ja durchaus zufällig, wer von wo kommt. Ja? Und da ist der Tisch letztlich immer ausgewogen, weil der Verteidiger sich seine Tischseite versucht auszusuchen und der Angreifer dann noch versucht, den Verteidiger vielleicht auszuflanken. Dadurch gibt es eigentlich keine Vorplanbarkeit.